Faktastisch. Dieses Mal 11 erstaunliche Fakten über den Orgasmus. Während der Mensch erregt wird und zum sexuellen Höhepunkt gelangt, geht im menschlichen Körper sehr viel vor. Der orbitofrontale Kortex, der sich hinter deinem linken Auge befindet, ist nicht mehr aktiv und führt dazu, dass du dich auf nichts anderes als auf den Sex konzentrieren kannst. Beim Orgasmus kommt es dazu, dass der Körper das Hormon Oxytocin ausschüttet und deinen Körper entspannt. Für einen kurzen Moment sind Schmerzen wie Kopfschmerzen oder Menstruationsbeschwerden gelindert und wir sind glücklicher. Wissenschaftler der Universität von Connecticut fanden heraus, dass Männer und Frauen beim Sex dazu neigen, mehr miteinander zu reden und sich zueinander hingezogen fühlen. Weil auch hier wieder das Hormon Oxytocin seine Finger im Spiel hat, bezeichnet man es auch oft als Kuschelhormon. Eine italienische Studie kam zu dem Ergebnis, dass Frauen, die hochhackige Schuhe tragen, einen intensiveren Höhepunkt erleben und ihren Orgasmus viel schneller erreichen. Also, liebe Männer, hochhackige Schuhe kaufen für eure Mädels. Ein Orgasmus führt dazu, dass der Körper vermehrt Prolaktin ausschüttet, was dazu führt, dass man viel besser riechen kann. Orgasmen helfen sogar dabei, das Leben zu verlängern. Eine Studie aus Großbritannien kam nämlich zu dem Ergebnis, dass Männer, die regelmäßig Orgasmen haben, ein längeres Leben führen. Zählt dazu auch die Selbsthilfe? Laut einer Studie aus 2013, die von einem französischen Psychologen durchgeführt wurde, können einige Frauen einen Orgasmus während einer Geburt erleben. Eine Vielzahl an Frauen hat Schwierigkeiten damit, nur durch Geschlechtsverkehr zum Orgasmus zu kommen. Die Klitoris ist die sensibelste Stelle in der Anatomie der Frau und die meisten Frauen benötigen eine zusätzliche Stimulation der Klitoris, um zum Höhepunkt zu gelangen. Der Duft und die Körperhygiene des Partners spielen ebenfalls eine große Rolle. In Deutschland kommen 33% aller Frauen fast immer zum Orgasmus. Zumindest behaupten sie das. Wenn Frauen beim Sex Socken tragen, können sie den Höhepunkt schneller erreichen. Wenn Männer oder Frauen einen Orgasmus haben, werden die gleichen Gehirnareale stimuliert wie bei der Einnahme von Heroin. Eine andauernde genitale Erregungsstörung ist eine Krankheit, die dazu führt, dass man ganz ohne erotische Gedanken einen Dauerorgasmus erlebt. Dieser kann so weit gehen, dass man bis zu 250 Mal am Tag kommt. Die Betroffenen dieser äußerst seltenen Krankheit sind hauptsächlich Frauen. Das war's auch schon wieder. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Als nächstes gibt es 11 Fakten, die jeden Tierliebhaber glücklich machen werden.